Willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit ein bisschen Straßenrennen, weil unser neues Fahrzeug soll ja ein bisschen was bekommen. Ich guck mal gerade, was unsere Fahrzeuge haben, was der Porsche eigentlich so hat an. Warte mal, ich guck gerade wegen. Ob der schon schneller ist als der Porsche. Oder beziehungsweise sogar als der Martin. Theoretisch ist das ja, tatsächlich. 248 und der 268, also hat sich das schon mal gelohnt. So, okay. Ich überlege gerade, was fahren wir denn heute? Heute fahren wir mal wieder ein bisschen was auf Straßenrennen, würde ich sagen. Aber wir müssen ja auch mal. Wollen wir hier einen Rundkursrennen? Würde ich sagen. Genau, dann haben wir da einen Rundkursrennen. In der letzten Folge sind wir ja 3 Rennen gefahren, deswegen war die Folge auch ein bisschen was länger. Und jetzt sind wir wieder regulär drin. Wie gesagt, weil Sonntag ja ausnahmsweise mal eine Folge kam. Da ist es nämlich schon. Das würde ich ja nehmen. Mach mal, das heißt so, wenn das nicht will. Mein Gott. Spitze! Heißt das neue Rennen. Auf geht's. 30.000 kriegen wir dafür. Oh, der ist so schön. Ja, boah, der fährt den Bus dann. Ich denke, dass der zweite davor liegt. Das zweite ist auf der Kreuz. So, jetzt mal, jetzt bitte doch auch mal ein bisschen, warte mal, das hat doch genug gemacht. Auto das Rennen zu Ende. Keine Sorge, die auch ein Rennen machen wir noch. Das ist der Level 23 reicht, damit wir in einer Story ein bisschen weiterkommen. Ne? Ein Auto will uns ein bisschen. Ich an den Kragen. Da
durch. Und letzte Runde. Wie gesagt, ich mache mir jetzt natürlich die Kohle zusammen für den Panamera, weil ich will mir noch neues Offroad ausholen. Da vorne, die kriegen wir die noch. Das erste Rennen mit dem neuen Auto geht an uns. Und zwar äußerst souverän. Dafür kriegen wir immerhin 31.000, ne? Ja, wir haben sogar stärkste Auto im Feld gehabt, sogar nebenbei. So, dann gucken wir mal, was wir noch haben. Ah, ich bin jetzt gerade hier. Ein Drift-Trial. Da kriegen wir noch 14.000 für. Ich guck gerade, ob wir noch ein paar Rennen haben. So viele Rennen sind sie mir auch nicht mehr. Dann nehmen wir hier Juno, der ist Rundkursrennen. Krieg ich den da hingespawnen? Ne, krieg ich nicht. Das heißt, wir werden das dahin spawnen. Was wir dann zu dem Rennen fahren. Das sollte wahrscheinlich wieder ein bisschen kürzer werden, als in der letzten Folge. Noch die Driftinger müssen wir noch machen. So, gehen wir rein. Juno ist das Rennen. Natürlich soll man erster werden. So, mein Freund. Das ist nie gut, dass du mich da vorne provozierst. Wird dein AMG SRS sein? Weit rausgekommen.
So. Jetzt runden wir mal. Ja, kommen wir nochmal runden. Souverän gewonnen. Wir müssen Zeit fahren, die, ne? Ah, komm, wir fahren. Wir müssen es ja irgendwie. Das sind wieder, sind jetzt auch schon wieder 22.000, die wir dafür gewinnen. Kommen wir den Schlangentanz. Oh, mit dem Porsche. Mit dem Porsche Cayman. Der neue Helfer geht jetzt vorher erst. Eine Minute irgendwas. Brauchen wir. Bis auf Schlangen. Ich hätte wahrscheinlich gehabt. Ich hätte wahrscheinlich noch eingefangen. Den hat er. Ja, verzeihen. A, gut gemacht und B. Naja, fahren wir es nochmal. Alles gut. Ich habe mich nur ein bisschen verzettelt am Anfang, sonst hätte ich den noch am Ende. Am Ende hätte ich den mit der Mauer. Ich glaube, 4 Meter oder so waren es am Ende. Das war nicht viel. Fehler eingebaut, aber hat er mich echt gepackt, ey. Immer wieder kleine Fehler drin gehabt, die hat er, also seine Fehler konnte ich nicht nutzen.
Einmal probier's noch. Endlich. Emil 061. Gut gemacht. Jo, ich bin sogar schneller gewesen. Mein Auto ist sogar langsamer gewesen. Das konnte ja auch mal so wieder ein bisschen was draufholen. Perfekt. Auf jeden Fall die Aufgabe gelöst. Der Schienenweg. So. Dann haben wir noch Lüfter. Alles gut. So, machen wir mal Feierabend. Wir sitzen in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir machen. Aber damit wir ein bisschen noch aufwärts fahren und dann. Aber dann wieder ein bisschen aufwärts fahren oder aber dann mal wieder ein bisschen mehr nachgeben. Wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dahin und tschüss.